In diesem Video zeige ich euch, wie man Ohrwürmern ein Zuhause bastelt und warum. Ohrwürmer sind zwar manchmal Schädlinge, aber in erster Linie sind sie nützlich. Sie nagen gerne an Steinobst, Weintrauben und Dahlienblüten, aber lieber verzehren sie die Schädlinge. Ein Ohrwurm frisst in einer Nacht bis zu 150 Blattläuse. Deshalb sollte man genügend Töpfe in den Obstbäumen aufhängen. Sie verkriechen sich tagsüber darin und kommen nachts raus, um auf Schädlingsjagd zu gehen. Zum Bau der Ohrwurmtöpfe braucht man Folgendes. Ich nehme Tontöpfe, Holzwolle, Schnur und wenn man will, kann man auch noch so Netze nehmen. Das sind Zwiebelnetze oder von den Kartoffeln die Netze. Im ersten Schritt nehme ich die Schnur und umwickle das Knäuel Holzwolle. So kreuz und quer. Dann verknote ich das, damit es zusammen bleibt. So. Im zweiten Schritt fädel ich das Ende der Schnur durch das Loch von dem Topf und ziehe die Holzwolle rein. Mit der ersten Variante bin ich fertig und kann den Topf so in den Baum hängen. Ich habe noch eine zweite Variante, da fülle ich einfach die Holzwolle in den Topf rein und stülpe dann ein Zwiebelnetz, das ich mal aufgehoben habe, so über den Topf drüber und binde ihn oben zusammen. Ich halte diese Variante für besser. Hier können die Vögel die Holzwolle rausholen, aber hier geht es nicht. Und die Ohrwürmer kommen aber durch das Netz durch. So, und jetzt hänge ich die Töpfe auf. Sämtliche Töpfe, die ich jetzt gemacht habe, die hänge ich in meine Obstbäume, verteile ich da schön. Ich hänge sie an einen dickeren Ast und ziemlich nah dran, damit die Ohrwürmer leicht reinklettern können.